Und da sind wir wieder. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ja, ich freue mich natürlich. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben ja beim letzten Mal, oh, das hatte ich noch an, hier ein paar Bäumchen gefällt. Ich würde sagen, wir werden noch ein paar weitere Bäume fällen, wie zum Beispiel den hier. Und dann müssen wir auch in der Zwischenzeit mal einen Blick. Warum bin ich so? Ach so, weil ich auf dem Baumstamm stehe. Okay. Tada. Oh, das ist aber extrem. Na gut, machen wir es mal etwas. Ja. Oh, jetzt fällt er, glaube ich, komplett in die falsche Richtung. Oh mein Gott. Seht ihr, wie der Baum fällt? Das ist doch mal dezent. Achso, man kann das nach wie vor nicht umwerfen. Dann brauchen wir eine klitzekleine Hilfestellung. Na. Was ist los? Oh. Ich vergesse immer wieder, dass der so am Driften ist. Na? Was ist denn jetzt los? Okay. Das war so aber nicht geplant. Okay, dann versuchen wir den mal etwas, ja, zu drehen. Und zwar, indem ich jetzt hier einfach rückwärts fahre und den etwas ausrichte. Und zwar genauso. Ups. Nicht einkeilen hier. So, jetzt schnell raus. Okay. Passt. So, dann schneiden wir die Spitze gleich mal wieder weg. Ja, und diesmal verschwindet sie nicht. War vielleicht etwas länger als gedacht. So. Okay. Ich hasse das immer, wenn die Äste noch irgendwo dran rumwuseln und ja, dann bleibt man hier immer hängen oder der Baum fängt dann so komisch an zu wackeln. Keine Ahnung, woran das liegt. Das ist echt ätzend. So. Ja, komm, machen wir gleich hier. Haben wir dann halt mal eine kleine Spitze noch am Ende. Aber. Ach, toll. Okay. Ram hat wieder Tomaten auf dem Auge. So, das können wir wegmachen. Jetzt werfen wir einen Blick hier drauf. Der fährt schön fleißig weg. Wunderbar. Hier wird gemäht. Ach, und wir haben schon wieder die Hälfte. Gut, die Hälfte weg. Etwas mehr als die Hälfte. Und alles klappt. Wie am Schnürchen. Wunderbar. Na, jetzt seht ihr auch im Hintergrund hier wieder Autos. Ich hatte ja in der vorletzten Folge, war das, glaube ich, gesagt. Oder. Da hatten wir gar keine Autos gesehen. Oder bin ich wieder blind? Egal. Also nur, damit ihr wisst, dass der Ram den Verkehr nicht ausgeschaltet hat. So, und wenn das hier an dieser Position so gut klappt mit den Feldern zusammenlegen und so weiter und so fort, dann bin ich jetzt wieder mal stark am Überlegen, ob ich nicht vielleicht mit den nächsten Einkommen, was wir haben, hier diese Felderreihe komplett kaufen. Die dürften nicht allzu teuer sein und die werden wir dann einfach mal schön geschmeidig zusammenlegen. Vielleicht bis hier runter. Also die komplette Reihe. Das wäre doch was. Naja. Mal schauen. War jetzt nur so ein Gedankengang. Oder man holt halt ein großes hier, die 23, da haben wir das nicht gleich so weit entfernt. Macht vielleicht auch Sinn. Ich guck mal nach, was die 23 kostet. Einen Moment, dazu muss ich aussteigen. Dann muss ich mir das hier einblenden. Den Feldmanager öffnen und dann sehen wir hier unten. Ja, jedes Mal, wenn ich jetzt umschalte, wirft er hier die Kette an. Das ist natürlich extrem nervig. So, 23 kostet 130.000. Dann werden wir das wohl mal mit der nächsten Ernte machen.
Denn, wie gesagt, das fahren wir jetzt komplett in unser Silo. Dann haben wir ja noch das Holz, was wir verkaufen. Da werden wir nochmal richtig Kohle bekommen. Und wir werden die Ernte, wenn dann alles im Silo ist, in unserer, ja, wie ist das? Ich komme nicht aufs Wort. Güterbahnhof, Mensch, sagt das doch. Güterbahnhof, ach ja. Darem hat jetzt überlegt. Okay, also jedenfalls, wenn wir dann die Ernte zum Güterbahnhof fahren, dass wir auch an dieser Stelle noch einmal doppelt Geld kassieren. So, okay. Also das läuft. Wunderbar. Das heißt, wir können hier weitermachen. Nein, nicht an dieser Stelle, sondern an der hier. Und laden mal weiter auf. Ich bin jetzt mal ganz penibel. Aber ich glaube. Ne, der fällt. Der fällt. Den werden wir dann mit unserer Schnetzelmaschine hier mit dem kleinen Radlader. Ja. Dezent kaputt machen. Okay. Wo will denn das hin? Es geht auf Wanderschaft. So, schön mittig. Genau, und absetzen. Und zu. Und hoch. Nein. Runter, runter, runter. Ja, Schwerpunkt. Und Gas geben. Irgendwann habe ich den Dreh raus. Ich verspreche es euch. Vielleicht so in 30, 40 Folgen. Mal schauen. Ja. Solange alles da landet, wo es landen soll, und ablassen. Und. Na, warum hänge ich denn jetzt wieder fest? So. Nehmen wir den hier gleich. Das ist ja nur ein winziges Teil. Aber egal. Muss auch weg. Bringt auch Geld. Und wenn es nur 2-3 Euro sind. Aber das ist schön leicht. Da kippt man wenigstens nicht um. Auf. Ach, Quatsch. Nee, zumachen. Erst absenken. Dann aufmachen. So. Genau, dann haben wir ja hier das kurze Stück. Das werden wir dann auch, ja, bestimmt mit dem kleinen Kompaktlader zersägen. Das will ich dann nicht nochmal extra aufladen. Und runter und. Nein. Halt. Ach, was mache ich denn? Okay. Ich habe mich umentschieden. Wir nehmen das hier. Ich vergesse, dass es bergab geht. Nein, ich mache das nicht mit Absicht. Ich überschätze oder unterschätze, nee, überschätze einfach nur manchmal den Gasknopf. Und wenn wir dann hier auf dieser Anhöhe sind, ja, knallt es dann immer recht. Ich bin auf dem Gas. Fahr vorwärts. Da bin ich auch schon extrem froh, dass wir hier den Allrad und das Differential drin haben, weil ich glaube, sonst könnten wir hier nicht so geschmeidig fahren. Das würde der hier nicht zulassen. Das weiter nach da und ja, ich weiß, es sieht bescheuert aus, aber okay. Jetzt aber. Warum stecken die denn im Verkehr fest? Hat er den wieder eingeholt? So, laden wir mal kurz hier auf und dann schauen wir mal nach, was die beiden da hier wieder. Ups.
Na, Quatsch. Dass die beiden hier wieder verzapfen. Okay. Bleib schön stehen. Ja, ne? Alles klar, ich sag dazu mal nichts an der Stelle. So. Na. Bin mal so lieb und dreh mal die Karre für dich. Ja, ich weiß, das wäre eigentlich deine Aufgabe. Oh. Ich glaube, ich habe zu weit eingeschlagen, das schaffen wir nicht. Da klemmt unser Hinterrad hier an dieser Anhängerkupplung oder wie das heißt, fest. Na, stopp. Du sollst ja hier. Genau. So, der wird jetzt bestimmt losfahren. Na, ja. Oh, ich kann nicht so schnell beschleunigen. Uiuiui. Nicht reinfahren. Was macht der? Egal, er wird's schon machen. Okay. Hier waren wir stehen geblieben. Weiter geht's. Und zack. Ui, ui. Na? Ja. Sorry für diese schnelle Kamerasteuerung. War nicht mit Absicht. Der Ram macht eigentlich nie irgendetwas mit Absicht. Dann holen wir uns das letzte Stück hier. Also nicht das letzte, aber was hier so schön. Bremsen, 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 bremsen. Eieieiei. Aber Leute, ich bin von euch echt enttäuscht, denn ich habe ja gesagt hier, ich bewerbe mich hier als Forstarbeiter. Und ich habe bisher noch keine Einladung von den Forstunternehmen erhalten, um hier mal, ja, zeigen zu können, was ich so als Baumschnetzler, Baumtransporteur und was weiß ich nicht alles, was es da so gibt, was ich da alles so drauf habe, halt. Und wir, ihr denkt jetzt was Falsches. So, das schaffen wir. Denn das, was ich hier mache, ist absolute Kunst. Zack. Na, wunderbar. Aber ich denke mal, jetzt mal ohne Scheiß, so eine richtig schöne Forstmaschine mal selber fahren, das wäre doch mal was, oder? Das kommt bestimmt richtig gut. Ach halt, hier haben wir ja auch noch was. Gar nicht gesehen. Im Schatten. So. Aber das kann ich mir auch gut vorstellen. Das ist bestimmt eine richtig krasse Arbeit. Wenn man dann den ganzen Tag hier im Wald rumwuselt. Ich denke mal, das ist noch das Angenehmste an der ganzen Geschichte. Aber wenn dann wirklich hier, du musst dann mit extrem schweren Gerät rumfahren und musst aufpassen. Ich denke mal, das ist auch sehr gefährlich, wenn dann mal hier irgendwas rumwuselt und dann hast du wirklich so einen Fahrer wie mich, der dann mal hier mit der Steuerung kämpft und dann kann schnell was passieren. Aber trotzdem Respekt vor den Leuten, die das tagtäglich oder zu welcher Uhrzeit man das auch immer betreiben mag, machen. Also das ist schon krasse Leistung. Und davon bekommen viele Menschen nichts mit. Okay, das geht bestimmt, denke ich mal, bei vielen Berufen so, dass die Leute immer nur das Endergebnis sehen, aber nicht, wie das Ganze überhaupt entstanden ist. Okay.
Oh, da wollen wir es aber jetzt wissen, oder? Gleich zwei hier und ob das gut geht. Ich hoffe es. Es baumelt ganz schön, aber. Uiuiui. Na. Kriegen wir das hoch? Oh. Der kämpft, der kämpft. Ja, das sieht ja mal voll kacke aus. Nein. Zurück. Komm. Ja. Wenigstens der eine. Den anderen ziehen wir noch mal raus, dann. Gehst du auf. Okay, du bleibst drin. Ja, und den hier vorne heben wir jetzt noch mal drüber. So. Nein, halt. Ich wollte dich doch. So. Na, na. Gehst du raus? Hallo? Ich häng fest. Jetzt. Das haben wir wieder sehr schön hinbekommen. Achso, das könnte ich ausmachen, dass ich mal hier oben sehe, wie weit unsere Leute hier sind. Das sieht gut aus. 99%. Ach, ist am Transportieren. Okay. Dann ist er jetzt auf dem Weg ins Silo. Oh, was war das? Ah, ich will es nicht wissen. Ich will es nicht wissen. So, wunderbar. Dann machen wir noch mal einen kleinen Rundblick. Und mir fällt gerade ein, der Ram hat nicht auf die Uhr geschaut. Ich weiß gar nicht, wie lang schon die Folge läuft. Ach je. So, das machen wir mal aus an der Stelle. Ja, roll du nur. Egal. Der ist hier. Oh, der schleudert ganz schön. Aber er hat es diesmal von alleine geschafft. Ich bin beeindruckt. Wie viel haben wir denn da jetzt? Halt, nicht so schnell. Das. 50.000, 60.000. Und ist noch ein bisschen. Na, ist doch, kommt noch was. Ach. Ja. Das ist so, wenn der Ram versucht, 8 Wörter gleichzeitig anzufangen, dann kommt genau solche Wortschnipsel raus. Also 63.000 haben wir jetzt von der Gerste hier bei uns im Silo. Das ist sehr schön. Und es kommt natürlich noch einiges dazu. Wir haben ja noch das kleine Feld hier vorn. Und ja, das große Feld, die 15 und 20 zusammen, sind ja natürlich noch nicht fertig. So, jetzt ist ja diese extra Runde, was ich von der ich gesprochen habe. Ach ja, ich muss mir da mal was einfallen lassen. Das gefällt mir alles so nicht. Na, wie der hier fährt, ihr seht selber, das ist alles so. Okay. Nichtsdestotrotz, verzeiht mir, wenn ich jetzt zu lang oder zu kurz aufgenommen habe. Ja, das ist ja nur meine Schuld, weil ich, wie gesagt, nicht auf die Uhr geschaut habe und ja, okay. Deswegen mache ich an der Stelle Schluss. Ich sage hier Dankeschön fürs Zuschauen. Wie immer freue ich mich auf eure Kommentare, Daumen und natürlich eure Abos. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, der Ram macht die LS15-Welt Sosnovka unsicher. Okay, also bis dann. Danke, ciao und Baba.